Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich muss mal schnell was essen, weil dieser Aasfresser da, der will uns verhauen. Komm her, du Mistviech, nicht, dass noch wenn anders pulst. Aber ich will gleich einen anders pullen, wenn ich es weitermache. Komm mal, au! Au! Boah, ey! Muss mal kurz wegschweben. Ja, so ungefähr. Muss mal was mit das trinken. So. Jetzt können wir es nochmal weiter probieren. Oh, das ist schon ziemlich im Arsch. Ja, du bist dich. So, auf die 12. Au. Na toll. Aber geil, sieh hin. Und zack. Fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Was wollte ich sagen? Wir kommen unserem Ziel jetzt immer näher. Irgendwie darüber müssen wir. Ich hoffe, das sind keine allzu großen und schieren Viecher. Und Feinde, muss ich schon bald eher sagen. So. Speichern tun wir natürlich auch gleich. Selbstverständlich. Wie es sich gehört. So. Und schauen wir kurz darüber. Die Blume könnten wir eventuell noch mitnehmen. So. Und da muss ich echt einmal schauen, dass wir vernünftige Waffen und so kriegen, ne? Schon langsam. Das wäre auch nicht verkehrt. So. Da oben habe ich eine Pestratte gesehen, meine ich. Die werden wir auch gleich uns vornehmen. Das sind alles wertvolle Erfahrungspunkte. Da ist sie. Zack, zack, zack. Und der hat gesessen, wieder der Hieb, ne, von dem Viech. Zack, 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 zack. Und quee, vielleicht geht das lang, oder nicht? Ray, du darfst. Dann machen wir dich. So. Hoppala, Entschuldigung. So. Passt. Dann würde ich sagen, wir essen wieder was. Wie viel haben wir noch? Ah, ein bisschen geht schon noch. So. Haben wir 5. So. Okay, ich habe gehofft gehabt, dass... Aha, ich sehe schon was. Ein Erzelein. Na, Schwefel ist es sogar. Ja, mal bauen wir das mal ab. So, sehr gut. La, 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 la. Ja, stimmt, speichern, habt's recht. Sonst verliere ich wieder alles, was wir bisher gesammelt haben. Also, bisher. Vom letzten Speichern bis jetzt halt, ne? So. Ein großes Heilkräutele. Und es wird immer finsterer, ja. Hui! Gar nicht so übel hier, oder? Oh, es geht. Es geht, mein Freund. So. Irgendwelche Mistviecher haben wir da nicht. Ich glaube, ich bin da falsch. Irgendwie zeigt es der Pfeil an, dass wir hier nicht ganz richtig sind, glaube ich. Jetzt stell dir mal vor, das Ding wäre eine dicke, fette Zigarre. Mit so einem Prügel könnte sogar ich den Sonnenuntergang genießen. Ja, sicher, du Träumer. Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang. Jetzt sogar mal hast du einen Vogel. Ja, warum hat das jetzt da? Hallo? Ja, gar keine Chance, ne? Das machst du nicht noch einmal. Das ist ja unfair. Weißt du, du kannst nirgendwo hingehen. Nirgendwo. Immer wirkst du eine aufs Maul. Immer. Das ist unhöflich, echt. Das wäre jetzt die Quest da gewesen? Tatsächlich. Check.
Wieder was für später, ne? Nee. Was hält man denn noch? Proviantlieferung. Die hört sich ja einfach an. Nehmen wir halt die. Oh Mann, ey. Skeppy, da können wir uns auch gleich hinporten. Die können mich im Buckel runterrutschen. Echt, rutschen mit dem Buckel runter, fertig. So. Skeppy. Irgendwo in die Richtung, ne? So. Dann hier ein Stück und da ein Stück. Wahrscheinlich ist er da ganz unten drunten. Hui! Hui! So. So. Hallo? Wer ist denn da? Herr Scrappy. Hm. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Hier, einmal gut erhaltene Konservendose. Warum eigentlich nicht? Hier. Danke, mein Freund, das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wir haben da was für dich. Wovon ernährst du dich hier? Ah ja, und Fleisch, ne? Also wovon ernährst du dich hier? Wovon ernährst du dich hier? Na rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Ja, sicher. Nur von dem Müll kannst du hier überleben? Boah, das... So viel haben wir nicht, ne? Na. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Jo, können wir so mal fragen? Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Ja, mach mal, aber zuerst kriegst du ein bisschen Fleisch. Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Wird das Zeug nicht schlecht? Ich habe da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Dann sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stimms oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Waffe. Gib mir die Waffe. Wo ist die Waffe? Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Und hier hast du die Stimms für Ryder. Ich bin sicher, er hat auch noch was für dich, wenn du sie ihm bringst. War schön, mit dir Geschäfte zu machen, mein Junge. Ja, aber, ich brauche keine Armbrust. Oh Mann, ich habe jetzt was zum Draufhauen gehofft gehabt. Wir schlafen mal eine Runde dafür. Bis zum nächsten Morgen. So. Das ist die Strafe dafür. Jawohl. Ah, schon viel besser. Bei einem so schönen Sonnenaufgang, ne? Da ist man da voll motiviert. Ja, vielleicht hat er eine Waffe für uns dann. Okay, also, dieser Ryder ist hier. Südklippe. Boah, da muss ich jetzt aber echt schnell weglaufen, ne? Lauf, 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 lauf. Und weg, schnell weg. So, und lauf, 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 lauf. Und leg sie weg. Da. So, ich glaube, jetzt sind wir schon fast sicher. So. So. Schweb, schweb, schweb. Sehr gut. Oh, ruck. Ruck. Na, geht da doch halt rüber, ne? Ja, dann schwebst halt. Ist mir auch wurscht. So. Was macht er denn da? Wasserflasche. Die nehmen wir auch mit. Die habe ich voll übersehen. So. Noch ein paar Schritte. Gleich sind wir da. Tap, 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 tap. Hallöchen. Ah, da. Servus. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung.
Wirklich? Nachdem du gesagt hast, du würdest das für mich umsonst machen, hätte ich erwartet, dass du mit meinen Waren abhaust. Ich bin ernsthaft überrascht, dass du das nicht getan hast. Ja. Aber ich kann dich nicht ohne Bezahlung gehen lassen. Eine ehrliche Haut verdient einen ehrlichen Lohn. Wow, danke. Was hast du denn so auf Lager? Zeig mir deine Ware. Kann man vielleicht doch was brauchen. Du? Es ist wurscht, ob ich durchschaue, ne? Wir können da eh nichts brauchen, eigentlich, ne? Rohes Fleisch haben wir nur mehr 11 Stück. Ist egal. Passt schon. Hoppala. Ende. Ende, Schluss, aus, basta. Gut, das hätten wir ja schon einmal. Das können wir also wieder speichern. So, passt. Ja, bitte. Dann holen wir uns, oder suchen wir uns die nächste Quest, die wir erledigen können. So. So. Was hätten wir denn noch? Brüche gemacht. Oh nein. Oh nein. Warum? Ich habe den Deppen nur knurren gehört. Oh mein Gott. So. Weg mit dir, du Saufich. Ja, 3 gegen 1, ne? Das ist schon mal nicht so schlecht. Zack, zack. Da bleib hier, du Mistviech. Zack, zack. Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich werde das Viech ist noch nicht tot. Na, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Dann nochmal. Ach, Käse. Das wollte ich jetzt echt nicht. Komm her, du Mistviech. Hallo? Mistviech. Da. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich weglaufen, aber da rennt nichts mehr. So, jetzt haben wir Hilfe. Na, du sollst nicht den angreifen, du sollst den angreifen. Das ist echt unglaublich. Stirb weg, du Mistviech. Jetzt kommt noch einer. Ich bin des Todes. Bist du deppert. Wie er genau auf mich geht, ne? Das sauf ich. Zack, 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 zack. Na, schlag zu. So, und weg damit. Super, die Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Puh, tut mir leid, kleine Felsassel, aber ich brauche dein Fleisch. Burschewiki, ey. So, passt. Das können wir jetzt wieder speichern. Na, super. So. Und dann schauen wir mal. Wie viel brauchen wir noch? Oh Gott, das wird nie voll. Schau dir das mal an, wie viel wir da schon brauchen. Pfui. Mäh. Ah, vielleicht können wir jetzt hier was stibitzen. Alte Forschungsnotizen. Aha. Das schauen wir uns gleich mal an, oder? Alte Forschungsaufzeichnungen eines Botanikers. Dea Rosa Caerum. Tag 1. Nach Monaten der Züchtung habe ich die perfekte Kreuzung gefunden. Die erste Saat habe ich gerade ausgesetzt. Mal sehen, ob es was wird. Tag 10. Meine süßen Lieblinge, sie wachsen und gedeihen. Dea Rosa Caerum. Ja, der Name gefällt mir. Viel Sonne und Pflege haben sich bezahlt gemacht. Tag 12. Insekten, widerliche Parasiten, haben meine Lieblinge vollständig zerstört. Dieses Ungeziefer, bezahlt für meine armen Dea Rosa Caerum. Ich werde gleich zu den großen Kuppeln hinübergehen,
und nach ihren stärksten Pestizid fragen. Immerhin mache ich das hier für sie. Oh, schade. Ja, das ist das Freud und Leid eines Gärtners, Botanikers, wie auch immer. Kann viel, viel schief gehen. Leider, leider. So, da oben ist uns, glaube ich, nichts mehr, ne? Schaut nicht so aus, dass da irgendwas wäre. Na, alles gut. Okay, also, wir haben ja nach einer Quest gesucht, ne? Haben jetzt schon eine gefunden? Ich glaube nicht, ne? Also, Questele. Hoppala. Tresorschlüssel. Mann, was haben wir denn alles dafür Graffeln? Wieso macht das immer zu? Eine versprengte Einheit. Sollte den Rest seiner alten Einheit abstimmen, wie man ihm helfen könnte. Laut der Koordination sollte ich im Osten auf sie stoßen. Die Mutprobe. Radioaktives Gas verseucht. Der hat mir eine Belohnung versprochen, wenn ich dorthin gehe und ihm einen Energieverstärker besorge. Das könnte man auch probieren. Waren wir da schon dort? Ich glaube nicht. Aha, da oben. Ja, das ist super. Das ist super. Können wir gleich hinporten. Mal schauen, ob mir das gelingen tut. Ich glaube, ich weiß schon, wo der Platz ist. Da war oben. Ach so. Blödsinn, da sind wir. Muss ich da jetzt rein? Das wäre ungut. Frostbeulen in der Wüste. Das ist doch nicht normal. Na, das ist echt nicht normal, aber ich erinnere mich gerade, dass es einen Hintereingang gegeben haben soll. Irgendwo hat er was gemeint gehabt, oder? Wo ist das? Ach so. Wow. Das Ding arbeitet gerade, okay. Ist er fertig mit Arbeiten? Na, okay. Tja, aber wo sollte es... Oh Gott, das ist wieder so eine Drecksmaschine. Wo soll jetzt dieser Eingang sein? Ah, da drüben. Okay, warte mal. Oder zumindest ist da drüben irgendwas. Mal schauen. Ich warte hier. Ah, ich bin schon bald tot. Hallo, hallo. Oder ist es genau das Ding da? Wo ich das holen soll? Nein, eigentlich nicht. Ich renne mal außen rundherum. Ah, da haben wir so einen Aasfresser. Ich trinke mal was. Boah, sowas, ne? Kalt. So, dann machen wir dieses Viech da platt. Eisschnabel. Oh, oi. Okay, das war keine gute Idee. Ich muss... Mann, jetzt lass mich da hoch. Idiot. Ray macht das, ja. Ray kann das. Ich trinke mal was. Mit dem wir jetzt nicht rein, dass der so viel Damage machen kann, dieses Mistviech. Zack, zack, zack. Ja, ja. Ray, du darfst auch mal. Zack. Und zack, zack, zack. Okay, ich habe keine Energie mehr. Also Ausdauer halt. Und zack, 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 zack. Na, du Hähnchen. Da, zack. Alter, du hast halt das Ray nicht umgebracht. Na, er lebt noch. Au! Alter, Mistviech. Zack. Zack. Alter. Und zack. Jawohl. Boah, 60 Erfahrungspunkte. Gar nicht schlecht. Kralle und rohes Fleisch. Ja, ist okay. Aber ich bin schon wieder voll angeschlagen. So, ein bisschen Fleisch noch essen. Und einen Trank nehmen wir noch zu uns. Hoppala, das war der falsche, aber ist wurscht. Und ein bisschen speichern tun wir auch. Und der Part ist auch zu Ende. Na gut, dann werden wir uns diese komische, dieses Item da im nächsten Part versuchen zu holen. Da
muss irgendwo da drüben sein, wo man immer diesen Schaden kriegt. Werden wir schon anfinden. Wird schon werden. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!